Guten Morgen, heute sind wir in meinem Badezimmer, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich habe euch heute hier das Video aufgemacht, denn ich mache mich gerade parat. Es ist sehr früh morgens, die Familie schläft noch und ich habe hier drei DM-Produkte, die ich unbedingt austesten möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache einfach die Kamera an und filme das für euch, denn wie ihr wisst, ich bin immer auf der Suche nach der perfekten Hautpflege. Und meine Skincare-Routine, die habe ich ja euch einmal aufgenommen und mit der bin ich super zufrieden. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, meine Haut braucht mehr Feuchtigkeit. Und da war ich bei DM und habe mir ein paar Sachen mitgenommen und die möchte ich euch unbedingt zeigen. Ich bin auch sehr gespannt darauf, weil das hier wird wirklich auch eine Premiere für mich. Ich benutze jetzt von Weleda das Sensitiv Gesichtsöl. Das soll beruhigend und ja, beruhigend und pflegend wirken, extra für sensible Haut, irritierte Haut. Und ja, das spricht mich gerade an, denn meine Haut ist so trocken, egal was ich mir auftrage. Also ich habe ja wirklich gute Hautpflege da, aber es saugt wirklich die Feuchtigkeit ein und danach, nach 15 Minuten ungefähr, ist meine Haut wieder so trocken. Ja, und irgendwie kriege ich dieses Gefühl nicht hin, dass meine Haut sich durch den ganzen Tag hindurch so gesättigt anfühlt. Und deswegen habe ich mir jetzt diese drei Produkte geholt, die ich euch gleich zeige. Also, ich fange jetzt erstmal an mit dem Gesichtsöl. Ich habe auch nichts weiter auf meiner Haut drauf. Ihr seht es, ich habe eben geduscht, mich geföhnt und angezogen. Und jetzt möchte ich mir einfach ein paar Tropfen von diesem Gesichtsöl auftragen. Das hier ist parfümfrei, aber hier ist Mandel drin, also Mandelextrakt, steht hier drauf. Und im Moment rieche ich noch nichts. Ich muss immer ein bisschen nämlich aufpassen mit so geruchsintensiven Sachen, die mag ich nämlich nicht so. Hier sind erstmal so zwei Mini-Tropfen drauf. Ich gebe mir mal ein paar Tropfen. Ja, könnt ihr das sehen? Ich nehme erstmal das, mal sehen, ob das reicht. Halt mir das in die Hände. Und presse mir das mal so auf mein Gesicht. Das riecht so gut, aber nicht zu intensiv. Genau wie ich das mag. Einfach ganz mild. Ja, das gibt schon direkt so einen schönen Glow. Und es fühlt sich nicht so klebrig an auf der Haut. Das kann ich direkt schon sagen. Sondern einfach wohltuend wie so ein Spa-Erlebnis. Und den Rest arbeite ich einfach in meine Haarspitzen ein. Why not? Mit so einem Öl könnt ihr auch euer Make-up ganz sanft entfernen. Also dazu ist es auch gedacht. Ich habe es jetzt als Pflege genommen. Und ich würde das wirklich auch immer sehr dünn anwenden. Es ist auch so empfohlen, dass man dieses Produkt sehr dünn anwendet. Ja, das hat schon mal auf jeden Fall gut geklappt. Fühlt sich gut an. Ich bin sehr zufrieden. Meine Haut fühlt sich jetzt irgendwie so Plumpy an, so aufgepolstert. Dann hier das nächste Produkt. Und zwar ist das die glättende Augenpflege von Weleda auch. Die habe ich schon zweimal angewendet. Ich bin da total schockiert und total begeistert, denn ich habe hier ja so feine Falten. Was heißt fein? Also die sind schon recht dominant und sichtbar. Und ich habe das Gefühl, das hat das direkt geglättet. Und Leute, ich habe so viel Geld für Augencremes schon in meinem Leben ausgegeben. Teure Augencremes und dieses scheint wirklich so gut zu sein. Also nach zwei Anwendungen schon bin ich mega begeistert. Schaut mal wirklich hier die Falte, die war so stark und so sichtbar zu sehen. Diese Augenpflege ist auch parfümfrei und hier ist Wildrose drin. Und das hier ist schon viel zu viel. Also ihr könnt wirklich viel weniger nehmen. Ich habe mir jetzt extra mehr genommen. Das Produkt ist auch richtig dick. Also normalerweise die Augenpflegeprodukte, die ich benutze, die sind so ein bisschen dünner in der Formulierung, aber das zieht direkt ein und ich merke sofort den Unterschied. Also das könnt ihr auch gleich eventuell noch mal sehen. Aber ich wünschte, ihr könntet auch einfach jetzt miterleben, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich so gut an. Um die Augen herum. Und Augenpflege gebe ich immer hier mit den Ringfingern auf, weil die nicht so viel Druck ausüben. Und
Um die Augen herum solltet ihr auch wirklich ganz sanft sein. Das hat nicht nur einen glättenden Effekt, sondern reduziert auch so meine Schwellungen. Das finde ich so gut. Leider tut das nichts gegen die Verfärbung unter den Augen. Ich darf aber auch von so einem Produkt nicht zu viel erwarten. So Augenringe kriege ich nicht weg. Das ist bei mir angeboren. Und jede in der Familie hat solche Augenringe leider. Sondern dieses Produkt reicht vollkommen aus. Hier sind 10 Milliliter drin. Es ist aus der Drogerie super erschwinglich. Also ich bin so begeistert. Von dem nächsten Produkt verspreche ich mir ganz viel. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und zwar ist es von Balea die Tagescreme. Hier steht auch reichhaltige Tagescreme, also genau das, was ich erwarte. Sie ist für trockene und sensible Haut und hier ist Lichtschutzfaktor 15 drin. Und hier steht morgens nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, sanft einmassieren, Augenpartie ausspannen, ideal als Make-up-Unterlage. Werde ich auch gleich auf jeden Fall testen. Hier ist auch Mandelöl drin. Ich sage euch ganz ehrlich, Mandelöl mag ich eigentlich nicht in meiner Tagespflege. Wenn mir das sehr viel Feuchtigkeit spendet und ich endlich diese trockene Haut loswerde, dann nehme ich auch diesen Mandelgeruch in Kauf. Ja, der Mandelgeruch ist intensiv und die Creme ist so dick. Boah. Die ist so ähnlich von der Konsistenz wie das Weleda Light. Ihr kennt doch dieses Weleda Skin Food, das grüne, und davon die Light-Version. So ungefähr fühlt sich das an, nur mit Mandelgeruch. Ich lasse die Creme jetzt auch einen Moment einziehen und einwirken. Nehme einen Schluck von meinem Kaffee, der hier steht. Und dann trage ich mir noch eine Sonnencreme auf und etwas Make-up. Und dann melde ich mich gleich zurück. Ja, da bin ich wieder. Ich habe mir so ein bisschen Make-up aufgetragen, um meinen Tag jetzt zu starten. Und ja, die Pflege ist komplett eingewirkt. Und ich muss sagen, die Creme, die hat so einen kleinen Film auf meiner Haut hinterlassen. Dieses Gefühl mag ich nicht, aber jetzt mittlerweile, wo das alles mit dem Make-up so verschmolzen ist, fühlt sich das einfach super gut an. Ah, meine Haut fühlt sich einfach frisch an und wohlgenährt. Mir gefällt die Kombination von diesen drei Produkten sehr gut. Ich persönlich mag in meiner Tagespflege ja keine intensiven Gerüche. Und der einzige Minuspunkt wäre tatsächlich, dass der hier extrem riecht. Es riecht nicht unangenehm, es riecht halt intensiv nach Mandeln. Und hier ist zwar auch Mandelöl drin, aber also beziehungsweise Mandelextrakt, aber es ist nicht so intensiv, man nimmt es kaum wahr. Deswegen ist das sehr angenehm für mich. Also diese zwei Produkte von Weleda sind für mich auf jeden Fall in meinem Iggy-Test die Testsieger. Und der hier, der hat es auch, also den werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Aber ich würde mir den nicht nochmal nachkaufen, ganz ehrlich. So, ich hoffe, ich konnte euch damit so eine kleine Inspo geben. Wenn ihr auch auf der Suche seid nach intensiv reichhaltiger Hautpflege, ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat bei eurem nächsten Einkauf. Dann wünsche ich euch allen noch eine restliche schöne Woche und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Bis dann.